Was ich euch jetzt vorstelle, ist eine Übung von Alison Cross. Alison Cross ist eine schottische Tarot-Expertin, die auch einen sehr schönen Blog hat, der heißt Tarot Thrones auf Englisch. Und sie beschäftigt sich hauptsächlich mit den Hofkarten. Schreibt jetzt auch gerade ein Buch über die Hofkarten. Es gibt ansonsten wirklich ganz wenig Literatur zu den Hofkarten. Es gibt ein Buch von Mary Kay Greer. Oder was ist von Mary Kay Greer? Also es gibt dieses Buch von Mary Kay Greer, die Hofkarten, auf Englisch natürlich auch. Es gibt leider keine deutschsprachige Literatur, die sich speziell mit den Hofkarten beschäftigt. Aber falls euch das interessiert und ihr Englisch lesen könnt, dann ist das ein gutes Buch. Und wie gesagt, Alison Cross bringt jetzt auch gerade ein Buch heraus. Und sie hat etwas sehr Interessantes gemacht, wie man ganz einfach Hofkarten analysieren kann, ohne dass man groß was über sie weiß. Und das kann man auch mit allen Karten machen, also nicht nur mit Waite. Sie nimmt da als Beispiel immer Tarot de Marseille. Und wir nehmen jetzt hier aber mal die Waite-Karten. Und zwar sagt sie, Hofkarten sind aufgeteilt in vier Sektionen. Und die erste Sektion ist der Kopf. Die zweite ist der Torso. Die dritte sind die Hände. Und die vierte sind die Füße. Und diese vier Positionen sind zugeordnet den vier Elementen. Das heißt, der Kopf steht für, wie muss ich das richtig hinkriegen, die Luft. Ich mache es jetzt gerade richtig. Der Torso steht für das Wasser, wegen Herz. Die Hände stehen für die Erde. Ja, ich mache es richtig. Weil man damit etwas erschafft mit den Händen. Ne? Und die Füße stehen für das Feuer. Weil man sich mit den Füßen bewegt und das Feuer am beweglichsten ist. Und das finde ich eine echt ganz spannende Übung, um sich die Hofkarten zu vergegenwärtigen. Dann haben wir hier gerade Beispiele, wo Leute sitzen oder auf Pferden reiten. Aber vielleicht kann man sich das trotzdem anhand dieser Karten nochmal verinnerlichen. Also der Kopf ist wichtig. Wohin schaut der Kopf? Beim Kartenlegen wird meistens davon ausgegangen, dass diese Blickrichtung Zukunft ist und diese Blickrichtung Vergangenheit. Ja? Und das sagt dann schon mal etwas über die Karten aus. Bin ich, wenn es jetzt meine persönliche Wesenskarte ist, bin ich dann eher jemand, der sich mehr mit der Vergangenheit auseinandersetzt oder mehr in die Zukunft reitet? Hier in diesem Falle sieht es ja so aus, als sei gerade die Königin der Stäbe darauf aus, in die Zukunft zu gehen, ne? Während der Ritter der Stäbe eher noch so mit Vergangenem zu tun hat. Und das unterscheidet sich dann aber auch von Deck zu Deck. Von daher ist diese Übung als Wesenskarte wahrscheinlich nicht so günstig, weil wenn wir ein anderes Deck nehmen, werden wir dann da eine andere Aussage bekommen. Aber wenn ihr Karten legt an sich, mit welcher Karte auch immer, ist es eine tolle Sache, weil ihr euch darüber Gedanken machen könnt, was sagt diese Karte jetzt gerade zu der Frage betreffs dieser Zuordnungen. Außerdem ist dann natürlich interessant, wenn ich mehrere Hofkarten in einer Legung habe, wohin schauen die? Gehen die in Kommunikation miteinander? Also hier kommunizieren diese beiden ja fast miteinander. Ne? Sie schauen sich auf jeden Fall
an oder gehen in die gleiche Richtung, während hier die beiden auseinanderdriften. Das heißt, wenn wir jetzt hier drei Personen hätten, die wir gelegt haben, Person A, B, C, dann wäre es so, dass die beiden sich auf jeden Fall ganz gut verstehen, ne? Während einer hier sein eigenes Ding macht sozusagen. Das lohnt sich auch immer, darauf zu achten, gerade bei den Hofkarten, aber natürlich auch bei den Trümpfen oder den kleinen Arkana, wenn Personen abgebildet sind. Schaut, wie kommunizieren die Karten miteinander. Das ist wichtig. Gut, also das ist, was uns diese Ebene sagt. Die Torso-Ebene, die erzählt uns dann etwas, wie unser Herz bei der Sache ist oder wie unser Herz geöffnet ist. Ne? Und da sehen wir bei der Königin der Stäbe eine sehr starke Öffnung. Ne? Das ist eine große, große Herzkarte. Hat auch noch diese Sonnenblumen dabei, die ja auch was über so das Solarplexuszentrum sagen. Also da ist eine starke Energie. Und das wäre auch ihr Hauptkraftfeld, würde ich sagen, diese Torso-Geschichte. Während bei den beiden anderen, da haben wir ja Rüstungen. Ne? Und die Rüstung vom Ritter der Stäbe ist noch ein bisschen fröhlicher und uns mehr noch zugewandt. Also da ist das Herz noch ein bisschen mehr dabei als beim Ritter der Kelche, der ja einfach abgewandt ist. Ne? Das heißt nicht, dass er kein Herz hat, aber dass er sich entweder bedeckt hält, was Herz betrifft, oder aber dass damit sich selbst gerade viel zu tun hat. Ne? Und tatsächlich ist der Ritter der Kelche einer, der immer auf der Suche ist nach etwas. So. Dann haben wir die Hände, die mit der Erde verbunden sind und für Aktivität. Ja gut, bei der Königin der Stäbe, da sehen wir, die hat alle Hände voll. Ne? Die ist busy. Sie hat nicht nur eine Sonnenblume, sondern auch ihren Stab in der Hand. Irgendwie wirkt sie auch so ein bisschen zerstreut, finde ich. Ja, die macht vieles gleichzeitig, wahrscheinlich eine Multitaskerin, die aber gleichzeitig auch was Fruchtbares in die Welt setzt. Ne? Sonnenblume. Es geht um Kreativität bei dieser Karte, sehr stark. Während der Ritter der Stäbe, da ist ja der Fokus auf das Halten des Pferdes. Ne? Der hat seinen Stab so in der Hand, die wir nicht so sehr sehen, der ist zwar auch da, aber wichtig ist hier anscheinend die Kontrolle des Pferdes. Und man sieht ja auch, dass das Pferd da richtig arbeiten muss unter ihm. Und Dinge in Gang zu halten, Dinge zu kontrollieren, scheint hier eine wichtige Erdthematik des Ritter der Stäbe zu sein. Während wir die hier bei dem Kelch Ritter, ja, die Betonung auf den Kelch haben. Da sehen wir gar nicht so sehr, wie er das Pferd hält, und es scheint mehr oder weniger so zu laufen. Wir hatten ja auch gesagt, dass dieses Pferd am Zügel geht, also das beherrscht schon sehr gut nur auf leise Hinweise seines Herrn zu hören, aber der Kelch steht hier im Vordergrund. Ne? Das, was gesucht wird, was weitergetragen wird, das ist hier ganz wichtig, und da scheint es darum zu gehen, Liebe oder Spiritualität stärker nach vorne zu bringen im Leben. Und die vierte Ebene, das sind die Füße, die für Feuer stehen, unser Antrieb. Und da haben wir auf den Karten jetzt gar nicht so viel zu tun mit Füßen. Ne? Bei der Königin der Stäbe lugt so ein bisschen ein Fuß heraus unter ihrem Gewand. Also die ist nicht diejenige, die durch die Gegend rennt und Sachen tut. Das sehen wir auch schon in ihrer Katze. Die schafft das, Kraft ihrer Gedanken, ihrer Ausrichtung auf das, was sie erreichen will, Dinge zu bewegen. Die muss dafür nicht umherlaufen. Und
Die beiden anderen sitzen ja auf Pferden. Da ist die Frage, naja, einerseits ist es schon ein Unterschied zwischen den beiden, wie sie auf ihrem Pferd sitzen mit den Füßen, ne? Ritter der Stäbe, der ist eindeutig mehr so schlenkernd unterwegs als der Ritter der Kelche. Ein bisschen lässiger sitzt der da drauf und aber auch ständig bereit, da anzutreten, ordentlich, ne, mit Schwung. Der sitzt ja viel lockerer auf dem Pferd, während der Ritter der Kelche einen fiesen Sporn hat und halt nur durch ganz leichte, aber wahrscheinlich auch schmerzhafte Berührungen sein Pferd in Gang halten kann. Und das sieht dann elegant aus, ist aber vielleicht auch nicht so nett, was über den Ritter der Kelche aussagt, der ja ein sehr beliebtes Suchbild bei der Damenwelt ist, so der romantische Lover, der aber auch seine Tücken hat und durchaus auch fähig ist, Schmerzen zuzufügen. Ja, also das ist eine ganz einfache Charakteristik, wie man eine Hofkarte analysieren kann, ohne dass man was über sie weiß. Da hat man schon ganz viele Aussagen, wie ich finde. Könnt ihr euch jetzt Gedanken machen, ob ihr da was mit anfangen könnt oder nicht. Aber wir nehmen uns jetzt nochmal eine Hofkarte vor, die ich jetzt mal blind ziehe. Und dann seid ihr mal dran, euch Gedanken zu machen, nachdem ich euch jetzt hier das einmal so schön vorgemacht habe. Wir sehen. Ja, ich habe den Ritter der Schwerter gezogen.